Tino Chrupalla bringt den Bundestag zum Beben. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, aktuell wird wieder heftigst debattiert, denn es geht im Bundestag ums liebe Geld. Denn der Haushaltsentwurf für 2024 wurde jetzt eben vorgestellt. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher auf einige spannende Details ein. Also wofür im Jahr 2024 weniger Geld ausgegeben wird und wofür mehr ausgegeben wird und was so alles in dem ein oder anderen Schattenhaushalt versteckt wird. Ja, dazu wird es in den kommenden Wochen noch sehr viel mehr Videos gehen. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz zu Tino Chrupalla kommen, denn der hat unter anderem als Antwort auf die Rede von Kanzler Scholz, als auch auf andere Reden und Vorwürfen, die immer wieder auch gemacht werden, bezüglich der Lage in Deutschland, ja, es wird ja häufig gesagt, AfD ist schuld, dass Deutschland immer wirtschaftsfeindlicher wird und so weiter, hat er jetzt hier deutliche Worte als Antwort gefunden. Und ich habe euch einfach mal die besten Passagen aus seiner Rede hier zusammengetragen, auf die wir jetzt kurz eingehen. Und da bekommen unter anderem nicht nur Saskia Esken, sondern auch ein Robert Habeck beispielsweise und ein Bundeskanzler auf einmal Dinge und Wahrheiten zu hören in einer Sprache, ja, die sie wahrscheinlich nicht so gerne hören, die aber auf jeden Fall notwendig ist. Also hören wir mal hier ganz kurz rein. Viele von Ihnen verbringen seit Monaten und auch in der Sommerpause Zeit damit, den Bürgern und den Medien zu erklären, warum die Alternative für Deutschland nicht gut für unser Land sein soll. Nur vergessen genau diese Leute auch, dass nicht wir in der Regierung sind. Dort sitzen SPD, Grüne und FDP. So sieht's nämlich aus. Die CDU findet sich noch immer in der Opposition nicht ganz zurecht, mauert an seinen Brandmäuerchen rum. Und auch das fällt als Opposition komplett mittlerweile die CDU aus. Alle diese Parteien, meine Damen und Herren, machen seit über 20 Legislaturperioden im Deutschen Bundestag Politik. Sie sollen endlich mal selbst und ihre politischen Leistungen anfangen zu kritisieren und sich vielleicht einfach mal fragen, warum gibt es eigentlich eine Alternative für Deutschland? Sie sollten endlich die Scheuklappen auch absetzen und nicht alle Anträge der AfD-Fraktion ablehnen, denn dann ging es unserem Land wirklich besser, meine Damen und Herren. In der Bevölkerung machen Sie sich alle anscheinend mehr und mehr unglaubwürdig. Und das entdecken offensichtlich immer mehr Bürger. Von denen wollen Sie zwar alle wieder gewählt werden, Frau Esken, in Sachsen 6% die SPD, Sie sollten ganz leise sein. Aber deren Interessen vertreten wollen Sie schon lange nicht mehr. Interessant finde ich auf jeden Fall an dieser Stelle, dass da eigentlich immer zahlreiche auch Mitglieder der Bundesregierung gar nicht wirklich zuhören oder selbst in eigene Gespräche und so weiter verwickelt sind oder dann die ganze Zeit Zwischenrufe und so weiter machen. Dabei sollten sie eigentlich wirklich mal zuhören, weil das, was er halt sagt, ist eben genau das, was viele Leute mittlerweile in Deutschland halt denken. Und jetzt geht es in der nächsten Szene, die habe ich mal hier aufgerufen, auch um ein ganz praktisches Beispiel aus der Wirtschaft, wo er zeigt, wie es eben in einem mittelständischen Betrieb, was die Stromkosten angeht, eben mittlerweile aussieht und bringt das auch im Kontext von der Produktion in der Wirtschaft und einer spannenden Aussage, die ja damals zurück auf den Wirtschaftsminister ging. Auch das hier höchst sehenswert. Ein Beispiel aus der Industrie. Eine Gießerei in meinem Wahlkreis hat im Jahr 2016 für eine Kilowattstunde Strom 11,47 Cent gezahlt. Der Krieg in der Ukraine und die damit erlassenen unsäglichen Sanktionen führten zu einem Preisanstieg um 98% auf 22,37 Cent je Kilowattstunde im Jahr 2022. Ab März diesen Jahres muss dieser Betrieb die nächste Erhöhung um 98% hinnehmen. Es sind dann 44,99 Cent die Kilowattstunde. Und das ist ja immer das Krasse. Ja? Eine Steigerung um 100% ist nochmal die Verdopplung. Also die Verdopplung von der Verdopplung. Also von 11 auf 44 Cent. Ja. Dieser Betrieb, Herr Habeck, hat eine super CO2-Bilanz. Er produziert einfach nicht mehr. Ja, ich musste da eigentlich richtig lachen, obwohl man einem wirklich das Lachen eigentlich vergehen kann, weil tatsächlich ja der beste Betrieb ist anscheinend für einen Bundeswirtschaftsminister der einfach gar nichts mehr produziert. Der ist dann zwar immer noch nicht direkt insolvent, wie wir ja von ihm gelernt haben, aber er hat dafür dann eine hervorragende CO2-Bilanz. Ja. Und auch interessant, was er am Ende hier noch dann sagt zum Bundeskanzler und bezüglich der Spritpreise, das hören wir uns auch noch mal kurz an. Und nebenbei gefragt, Herr Scholz, wissen Sie inzwischen, was ein Liter Benzin oder Diesel kostet? Mittlerweile sind wir wieder bei der 2 vor dem Komma.
Ihre Wahrnehmung ist mittlerweile vollkommen abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit. Sie leben in einer Scheinwelt. Das hat Züge von den letzten Tagen der Volkskammer in der DDR. Und so sieht's aus. Ja, das kann man an dieser Stelle halt einfach nur unterstreichen. Ich meine, es ist natürlich etwas heftig an einigen Stellen auch ausgedrückt, aber durchaus berechtigt, wie ich finde. Es ist tatsächlich eine Art Scheinwelt, in der sich die Bundesregierung mittlerweile begeben hat. Und wir werfen jetzt zum Abschluss des Videos noch mal ein bisschen genau einen Blick auf diesen Haushaltsentwurf. Weil man muss ja erstmal fundamental sagen, auch was jetzt ein Christian Lindner beispielsweise angeht, dass er sich ja an die Schuldenbremse eben halten will. Wenigstens einer in der Regierung, der halt noch sagt, hey, passt mal auf, es gibt da ein gewisses Grundgesetz und wir können nicht einfach jedes Jahr aufs Neue neue Kredite und so weiter aufnehmen und mehr Geld ausgeben. Vor allem, wenn wir in so einer Krisensituation wie während der Pandemiezeit, wovon natürlich ein Großteil selbst verschuldet war aufgrund der ganzen Maßnahmen und so weiter, irgendwann nicht immer so weitermachen und einfach sagen, ja, wir sind einfach permanent im Krisenmodus und erhöhen immer weiter und weiter die Ausgaben, sondern irgendwann müssen wir eben auch mal ein bisschen sparen. Das hören natürlich vor allem Grüne und Linke in der Regierung nicht unbedingt gerne, weswegen die auch bei Lindners Rede nicht mehr wirklich viel geklatscht haben. Ja, da gab es dann wieder auch von der CDU ein paar interessante Sprüche, aber die haben ganz andere Sorgen. Ja, aber kommen wir jetzt mal noch ganz schnell hier auf diesen Haushaltsentwurf, weil das Interessante ist ja, ne, hier wird also gesagt, wie viel Geld soll jetzt nächstes Jahr eben für welches Ressort und in welchem Bereich eben ausgegeben werden. Das sind insgesamt, glaube ich, an die 450 Milliarden Euro und insgesamt sieht man jetzt hier, sind das etwas weniger als noch letztes Jahr. Hier seht ihr es, 554,7 Milliarden Euro sind ausgegeben werden, 30 Milliarden weniger als letztes Jahr. Jetzt, bevor ihr jetzt aber die Sektkorken knallen lässt, liebe Leute, kommt gleich noch was anderes dazu. Ja, also freut euch nicht zu früh. Aber was ich ja auch hier schon an der Verteilung interessant finde, ist einfach, wo die Prioritäten gesetzt werden. Weil natürlich ist es vollkommen klar, dass bei Arbeit und Soziales auch vor allem die ganzen Rentenzahlungen und so weiter mit dazugehören. Und jetzt ist es natürlich vollkommen logisch, du kannst natürlich nicht die Bürger und all jene Leute, die brav in ihrem Arbeitsleben gewirtschaftet haben und den Wohlstand aufgebaut haben, jetzt irgendwie sagen, hey, wir gehen jetzt an die Renten ran und kürzen denen einfach die Renten zusammen. Das ist vollkommen logisch. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass diese Balken hier die größten sind und dass diese sogar auch ein bisschen steigen. Der Punkt ist nur der, wie viel von diesen ganzen Arbeit- und Sozialkosten fallen mittlerweile einfach an für Leute und für einfach Anreizsysteme, die einfach Gelder beziehen, obwohl sie eben nicht wie all jene Länder auch, wie all jene Rentner, meine ich, am Wohlstand und so weiter schon mitgeholfen haben. Ja, auf wie viele Leute fällt mittlerweile immer mehr und mehr dieses Geldes, die halt einfach dazu eigentlich noch nicht berechtigt wären, wenn ihr mich fragt, ja, sondern die sich das eigentlich erarbeiten müssten erstmal. Aber man hat's ja scheinbar. Dafür muss dann aber, vor allem, wenn man sich das mal hier anschaut, gerade in Bildung und Forschung gespart werden. Wollen die mich wirklich hier verarschen? Wohnen und Stadtentwicklung muss auch gespart werden. Also gerade bei den wichtigsten Themen überhaupt, ja, auch Familie, ja, Senioren, Jugend und so, wird weniger ausgegeben. Hier sieht man halt einfach, ne, wo die Prioritäten so nach und nach liegen. Justiz, ja, 1 Milliarde, was habe ich neulich gelesen? Über 250.000 Strafverfahren oder Strafanzeigen, die einfach aufgrund von Personalmangel und so weiter nicht wirklich angegangen werden. Also gerade was Justiz angeht, da müsste man eigentlich das Budget mal so verfünffachen, ordentlich digitalisieren anfangen, sodass man wenigstens die Justiz wieder richtig akkurat anfängt zu funktionieren, ja. Dafür, dass auch eben zum Beispiel Straftäter einfach mal direkt auch eine Wirkung spüren, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen und nicht das Ganze irgendwie über Jahre hinweg und so weiter dann vertrödelt wird. Nein, aber Hauptsache, in dem Sozialbereich können wir immer größere und größere Geschenke verteilen. In allen anderen Bereichen geht es weniger. Aber was man dazu noch sagen muss, es geht gar nicht in allen Bereichen weniger. Denn, wie wir ja mittlerweile wissen, wird auch immer mehr über die ganzen Sondervermögen und so weiter abgewickelt, die eben gar nicht im Haushalt vorkommen.
Ja, also das sind dann die ganzen Tricksereien, die man ja auch anwendet, wo ja auch neulich eine Ricarda Lang beispielsweise noch Vorschläge gemacht hat, so nach dem Motto, wenn wir die Schuldenbremse eben nicht reißen können, dann müssen wir eben einfach um die Schuldenbremse herum trotzdem, so wie Tino Chrupalla das in der Rede gerade ausgedrückt hat, das Geld der Bürger Gassi tragen, ja, das ist die Lieblingsbeschäftigung der Grünen, aber nicht mit dem eigenen Geld leider, ja. Und jetzt ist es halt eben so, schlussendlich, wenn du jetzt Schulden aufnimmst über beim normalen Haushalt, ja, beispielsweise über Anleihen oder so, ja, baust du natürlich auch nach und nach neue Zinsaufwendungen auf, die jetzt schon bei 40 Milliarden im Jahr liegen, ja. Wer Schulden macht, der muss nämlich immer auch bedenken, dass das, wofür ich Schulden mache, mir auch am anderen Ende irgendwie Einnahmen generieren muss. Nur dann sind Schulden auch wirklich produktiv. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über den Klima- und Transformationsfonds und all diese ganzen Gebilde jetzt eigentlich nur Sonderschulden anhäufe nach und nach und das Ganze ja irgendwann in den Kostenbereich von 2,5 Billionen gehen soll, nur um die Heizungswende und Sanierungswende und so weiter durchzubringen, die ja noch nicht mal verlässlich in irgendeiner Art und Weise einen wirklichen Beitrag liefern wird, wo man ja selber das mittlerweile sogar zugeben muss, dass man nicht mal mehr die Zahlen irgendwie da parat hat, wie viele Einsparungen das tatsächlich dann bringen soll, dann stelle ich mir wirklich die Frage, wirklich, ja, beziehungsweise stelle ich mir nicht mehr die Frage, sondern liefere ich die Antwort. Ja, es ist tatsächlich eine Scheinwelt, in der sich die Regierung hier aktuell befindet.